Landestagsbeiz. Parlamentarischer Geschäftsführer, erster parlamentarischer Geschäftsführer, diesen Ausdruck von dieser Funktion haben Sie sicherlich schon mal gehört. Nur, was verbirgt sich dahinter? Was machen die PGF, so die Abkürzung, eigentlich tatsächlich im Parlamentsbetrieb? Das zeigen wir Ihnen und wir beginnen genau hier. Heute ist Dienstag und damit einer der arbeitsintensivsten Tage von Britta Hasselmann, der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Hier werden gerade Termine geplant und Themen sortiert. All dies ist Teil von zwei wichtigen Aufgaben: der Organisation der Fraktion, aber auch des Plenargeschehens insgesamt. Parlamentarische Geschäftsführer gelten deshalb als die Manager des Parlaments. Und hier spürt man das besonders. Wir sind auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages kurz vor Beginn der Fraktionssitzungen an einem Dienstag. Da strömen die Abgeordneten förmlich in ihre Sitzungssäle. Einer davon, Michael Große-Brömer, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, wichtigster Mitarbeiter und Vertrauter des Fraktionschefs, zuständig für finanzielle, juristische und Personalangelegenheiten und deshalb einer, der immer auch ein Ohr für seine Abgeordneten haben muss. Da gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen, da gibt es Debatten in der Fraktion, da gibt es auch Redezeiten, die ich zuteilen muss und da ist mancher dann auch nicht glücklich, wenn er mal gerade nicht reden darf. Dafür sind die anderen glücklich, die eine Redezeit bekommen. Also es wechselt sich dann auch immer ab, aber auch da gilt es auszugleichen, zu organisieren. Häufig klappt das, manchmal klappt das auch nicht, aber dafür gibt es dann eben vernünftige Gespräche. Die Kollegen sind ja alle bei mir in der Fraktion sehr, sehr umgänglich und völlig problemlos. Eine Idealvorstellung, die alle haben. Auch Petra Sitte, erste parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion, hier unterwegs zu einem Herzstück auch ihrer Arbeit, der Organisation des Plenargeschehens. Mindestens einmal pro Woche treffen sich die ersten parlamentarischen Geschäftsführer und erörtern, welche Gesetzentwürfe und Anträge wie und wann im Plenum beraten werden sollen. In der Regel im Konsens. Diese Runde der PGF ist eigentlich eher gedacht als Arbeitsrunde. Wir kommen dann zwar trotzdem bisweilen in den politischen Austausch, das bleibt nicht aus bei der Schwere mancher Themen oder der Tragweite mancher Themen, aber im Großen und Ganzen ist es eher konstruktiv. Und doch ist das nur ein Teil der Aufgabe. Nicht minder wichtig, zusehen, dass alle Redner da sind und auch insgesamt für ausreichende Präsenz der eigenen Fraktion sorgen. Zum Beispiel wie hier bei einer namentlichen Abstimmung. Da ist Teamarbeit gefragt, von den ersten wie auch allen anderen parlamentarischen Geschäftsführern, etwa von Max Straubinger, dem PGF der CSU-Landesgruppe. Auf eines nämlich müssen alle achten, dass keiner ihrer Abgeordneten zu kurz und die geplanten Themen wie vorgesehen zur Sprache kommen. Ja, es hat so ein bisschen was von Managerin und gleichzeitig Kümmererin. Und ich muss mich darum kümmern, dass wir die Rechte sozusagen unserer Fraktion, dass wir unsere parlamentarischen Initiativen gegenüber anderen vertreten, dass wir unsere Rolle und Funktion als Fraktion wahrnehmen hier im Parlament. Das heißt, lassen wir uns alles gefallen, was die Große Koalition sich wünscht, oder erstreiten wir lebendige Debatten im Parlament, erstreiten wir, dass Tagesordnungspunkte vernünftig gesetzt werden und nicht nach der guten Sendezeit. Aber das ist noch nicht alles, was die ersten parlamentarischen Geschäftsführer zu tun haben. Den Medien Rede und Antwort stehen gehört ebenfalls zu ihrer Arbeit, so wie hier beim Pressefrühstück von Christine Lambrecht. Eine der Gäste ist Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk. Sabine, welche Bedeutung hat ein Termin wie dieser für Ihre tägliche Arbeit? Ich finde, dass es ganz unterschiedlich ist. Manchmal gehe ich hier wirklich raus und denke, das Ergiebigste waren eigentlich die Schnittchen. Aber natürlich ist es oft so, dass man wirklich guten Eindruck in die Diskussionen bekommt. Wie läuft das in der SPD? Was wird gerade diskutiert? Für mich ist, glaube ich, wichtig, hier hat man wirklich mal Zeit. Oft kriegen wir die Politiker ja nur so zwischen Tür und Angel zwei, drei Fragen. Und hier kann man tatsächlich zu jedem Thema ausführlich fragen. Da geht es dann um Äußerungen der politischen Gegner, aber auch der eigenen Leute. Um die Haltung der Fraktion zu anstehenden Entscheidungen und es geht um die Wege dorthin. Übrigens, was hier gerade eher gemütlich wirkt, entwickelt sich an manchen Tagen zu regelrechten Kreuzverhören. Natürlich ist es meine Aufgabe, eben auch zu berichten aus der Fraktion, auch aus den Diskussionsprozessen, die gelaufen sind. Aber es macht auch Spaß, weil ich natürlich auch immer wieder merke, wie ich eigene Argumentation hinterfragen muss und mich auch entsprechend vorbereiten. Ich kann unglaublich viel politisch auch mitgestalten, aber eben auch, wie gesagt, den Blick darauf zu haben, dass es auch von Geschäftsordnungsfragen dann entsprechend begleitet wird. Das ist diese Mischung, ja, die macht mir Spaß und die ist für mich ein Traumjob.
Organisieren, gestalten, kümmern. Kaum ein Job im Bundestag ist so vielfältig wie der der parlamentarischen Geschäftsführer. Und ein großes Ziel eint sie über Fraktionsgrenzen hinweg. Ein formal reibungsloses, inhaltlich aber lebendiges Parlamentsgeschehen als sichtbares Zeichen einer lebendigen Demokratie.